Hier könnte so ein Feldhandbuch sein bestimmt, ne? Oder? Da ist Tatsache 1. Ich glaub es nicht. Wir haben ein Feldhandbuch gefunden. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf dem Kanal vom SAW Clan. Ich bin's wieder, euer Soran, und heute werden wir mal die Let's Play-Reihe vom Battlefield 1 fortsetzen. Ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe, aber in letzter Zeit bin ich ein bisschen viel beschäftigt, auch beruflich sehr stark eingespannt. Aber heute haben wir mal wieder Zeit gefunden. Also, wollen wir alle mal ran. Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Egal ob in den Alpen oder am Himmel darüber. Wir fanden einen Weg. Es hieß, der Krieg würde alle Kriege beenden. Aber ich frage mich, ob der menschliche Ehrgeiz und unser Zerstörungswille je enden werden. Hey, wir starten das Kapitel neu. Und wieder mal haben wir natürlich diese Feldhandbücher, die wir sowieso nicht finden werden. Ist auf jeden Fall richtig nice. Bist du da oben? Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. LVT im Messer. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist Matteo. Was meint ihr? Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Tesoro ist auch ein Name, ey. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht. Kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Ha, jetzt dürfen wir mit so einem schönen, geilen, gepanzerten Anzug spielen. Die Waffe hat auch ordentlich Schuss und Magazine dabei. Okay, wir müssen jetzt erstmal die Kirche einnehmen als erstes. Anders wie bei den anderen Missionen haben wir hier nur zwei Untermissionen. Während Matteo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich hab schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an. Wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Und außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Das Problem ist jetzt, es bringt auch nichts, sich langsam vorzukämpfen. Weil die schlüpfen da hinten wie aus dem Nest heraus. Also wenn man jetzt denkt, man kann hier campen und alle umbringen, hat man sich geschnitten. Es kommen ständig neue. Wir müssen vorrücken bis zur Kirche, uns den Weg irgendwie freikämpfen hier. Wieder einnehmen. Was soll das denn jetzt her auf einmal? Seit wann haben wir auf einmal Lex? Ja, zum Glück gibt es keinen Teambeschuss. Ja, wie ihr seht, die Rüstung ist uns natürlich ein guter Schutz.
So leicht sind wir nicht zu töten. Aber wir müssen vorrücken. Das kostet alles nur Munition und Energie. Das ist schon 55 runter, das ist nicht gut. Viele aus Distanz holen, wie wir noch Magazin haben. Und dann Magazinwechsel stürmen wir. Ja, ja, Feind ist hier überall. Nur das Schlimmste sind echt diese Bunsenburner hier. Wo ist er? Da. Immer drauf einfach. Könntet ihr mich mal in Ruhe lassen? Das ist natürlich der Hammer mit dem Umzug, ne? Wobei, wir spielen es jetzt auch auf normal, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn man es dann auf schwer spielt, schaut das Ganze auch schon wieder anders aus, ne? Ah, da sind so viele, da brauchen wir nur draufräumeln. Ein bisschen regenerieren. Wir wollen also nicht unser Leben aufs Spiel setzen hier. Nützt nix, das Leben ist wie Frankreich, da müssen wir durch. Der ist natürlich mies. Aber das war's dann auch schon für ihn. Stehen wir aber beschissen. Dann würde die Kirche uns gehören. Sekundäre Waffe? Artilleriegeschütz, das auf Matthäus Einheit feuerte. Das musste ich zerstören. Er rückte also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Avanti, Carica! Kriegen wir schon hin. Drei Granaten. Oh, hier könnte ein Feld. Hier könnte so ein Feldhandbuch sein bestimmt, ne? Hier könnte so ein Feldhandbuch sein bestimmt, ne? Oder? Da ist Tatsache 1. Ich glaube es nicht. Wir haben ein Feldhandbuch gefunden. Holy shit. Hat es jetzt aufgehoben? Ja, jetzt habe ich es. Oh. Ich glaube, das ist das Erste, was wir überhaupt gefunden haben. Was haben wir hier Schönes? Ein paar Granaten, wenn nicht verkehrt, ne? Ich glaube, da werden wir hier nichts finden. Abmine. Was haben wir denn jetzt? Nehmen wir mal mit. Oder da. Ach, von hier unten. Oder war?
die geht auf Zeit los. Da haben wir mal Glück gehabt. Solange dieses Artilleriegeschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Werden wir ja wohl hinkriegen. Dann müssen wir erstmal den Berg hier hoch. Setz jetzt mal bitte endlich. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das... Nee. Ich dachte, das ist vielleicht wieder ein Feldhandbuch. Das wäre natürlich der Hammer gewesen. Ach, halt doch dein Maul. Wieso lebt der neben mir auch noch? Ey, was ist das denn hier? War's das? Sag, bin ich hier alleine oder was? Wo ist denn die Verstärkung? Normalerweise sind wir da immer zu. Sind die immer doch irgendwann nachgekommen. Ah, jetzt kommt die Verstärkung, wo ich hier schon die meisten erledigt habe, oder was? Ach, fertig. Den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. So, gibt's hier was Schönes? Ist das eins? Oh, wieder kein Feldhandbuch. So ein Bunsenbrenner-Verzähler. Der explodiert jetzt schon mal auf jeden Fall. Sag mal, die geht mir langsam echt auf den Pisser hier. Oh, Granate ist niedlich. Ich werde dich unterstützen, so viel dazu, ey. Ihr unterstützt mich keiner, ich werde die ganze Zeit beschossen, Leute. Von wo denn überhaupt? Ihr glaubt, ich sehe das, von wo der aus schießt? Wo ist jetzt wieder der? Oh, ja, Killstrike hier. Von da oben schießt er. Und jetzt hat er doch ein Ende. Das ist ja auch eine gechillte Sache hier. Du musst einfach nur draufäumeln. Leck mich. Immer weiter vorwärts. Der ist mies. Der Beste geht jetzt hoch. Nimmt er noch seine eigenen Kollegen mit. Ah, durch den Rauch kommen sie. Nachladen. Siehst du, da haben wir jetzt das Problem. Können wir ganz gechillt warten mit unserer Rüstung. Du bist lustig, ich stehe schon neben dir, Bauer. Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Ja, kommt sofort. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht doch noch zufällig hier irgendwo ein Feldhandbuch finden. Vielleicht hier. Ja, bestimmt. So ein dunkler Keller, der ist doch quasi einladend.
Ah ne, hier können wir das Geschütz kaputt machen. Und hier sind auch noch welche. Da, Tatsache! Ey, sag mal, ist heute unser Glückstag oder was? Das kann ja nicht wahr sein. Halt so. Na, ob das was bringt? Tatsache. Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Hm. Mal runtergekrabbelt. Perfekto. Ein bisschen Munition für die andere Waffe, wäre mal geil. Ne, da waren wir eben. Das haben wir ja zerstört, ne? Das ist nur ein anderer Weg raus. Da haben wir nämlich nur 136 Schuss. Ja, und 20 in Reserve. Verstärkung rettet dich auch nicht mehr. So, was haben wir denn hier mal zwischendurch für ein Lektor? Das geht ja gar nicht. Ich musste zuerst die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. So, kannst du jetzt mal hier... schon sagen, ich bitte dich. Und wieder habe ich das Gefühl, ich kämpfe ganz alleine, ne? Wo ist denn mein Team? Problem ist, irgendwann kriegen wir nachher ein Munitionsproblem. Ich glaube, das hatte ich schon mal bei der Mission. Deswegen am besten Headshots. Wir können sowieso ein paar Schüsse einstecken, das ist ja nicht das Thema. Ja, ist jetzt auch mal gut hier, Leute, ne? Auf die Nerven geht ihr mir ja schon langsam her. Und die Kugel ist für dich. Noch eine? Tatsache. Vielleicht ist hier wieder... für jetzt. Es kann nicht wahr sein, ey. Die ganzen Male findet man gar nichts. Heute schon das dritte Feldhandbuch. Also Leute, das wird ein Feldhandbuch-Tutorial anscheinend hier heute. Ja, wir müssen da hinten lang. Nützt nichts. Rücken frei.
Noch haben wir ein paar Schuss davon. Hey, wo kommen die auf einmal her, alle, ey? Ganz mal ehrlich, da waren wir doch eben gerade und haben sauber gemacht. Das ist genau dasselbe wie vorhin in der Kirche, ne? Irgendwo ist ein Nest. Und da sprießen die dann raus. Dir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als vorzurücken, ey. Also... Ich tötete den letzten Mann. Aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Fliegerangriff. Sie visierten Matthäus Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ich musste sie alle vom Himmel holen. Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Na du? Jetzt haben wir ihn doch noch gekriegt. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Die werden wir auch weiterhin halten, hier, mein Freund, da. Hier ist der. Maschine überhitzt, na toll. Wir sind gleich tot, wenn das hier nicht gleich mal funktioniert. Den haben wir. Scheiße. Da hat es uns erwischt. Wir sind 1918 gestorben. Viel zu früh. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ich musste sie alle vom Himmel holen. Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nun komm schon, lad nach. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir greifen noch genug an. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Diese verfickten kleinen schnellen Flieger. Und wo jetzt schon wieder? Ah, da. Oben ist noch einer. Ist weg, gut. Sehr schön. Ah, da kommen noch mehr. Hab ihn. Entweder ist mein PC zu lange an. Ah, natürlich, klar. Da kam nichts durch. Aber dann dreht die Flugzeuge ab. Ja.
So, jetzt kommt der zweite Teil. Kannst immer noch nicht glauben, 3 von 5 Feld haben Büchchen gefunden. Als ich aufstand, dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Sie haben den Berg gesprengt, haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. Mit einer schönen Handpistole.